Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man Rost entfernt. Wir sind selbst keine Profis, wie wir schon gesagt haben, aber was wir wissen, das möchten wir an euch weitergeben. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, sei gleich mal gesagt, schreibt es runter in die Kommentare. Den Rost großflächig und wirklich gründlich entfernen. Am besten geht das mit so einem Schleifgerät. Zweitens braucht ihr dann einen Langzeitrostschutz, dass der dann eben nicht mehr wieder durchkommt. Als drittes braucht ihr eine, nachdem die Versiegelung drauf ist, braucht ihr eine Art Spachtelmasse, die ihr dann drüber tut, wenn der Rost ein bisschen tiefer war und es ein paar Beulen gegeben hat. Da wir den Rost nur drinnen quasi haben, werden wir den Rost großflächig drin entfernen, ihn mit einem Schutz besprühen, eine kleine Grundierung drauf machen und dann kommt auch schon der Lack drauf. Und genau, das war's auch schon und wie das alles aussieht, seht ihr jetzt in diesem kurzen Video. So schön rotbraun sieht das aus, wenn Rost da ist. Wenn ihr den Rost abgeschliffen habt, darf das gerne so aussehen, so dass ihr das Metall sehen könnt. Und je nachdem, was für ein Schleifgerät ihr benutzt, kann das Metall dann auch ein bisschen dunkel werden. Dann kann es auch so aussehen. Aber es darf nichts Rotes dran sein. Also kein Rost mehr. Es darf auf keinen Fall, na, wo habe ich noch ein bisschen was? Ja, es darf halt auf keinen Fall so aussehen. Das muss alles weg. Und wir haben jetzt noch was gefunden. Sieht ziemlich übel aus, aber das kriegen wir auch gelöst. Das sind hier zwei solche Löcher. Da kann man runter auf den Boden gucken. Aber auch das kriegen wir gelöst. Wie? Das zeigen wir euch auch. Aber Freunde der Sonne, bevor es an die Löcher geht, die ich euch eben gezeigt habe, sprühen wir den Rost erstmal mit Langzeitrostschutz ein. Jetzt ans Löcher stopfen. So, das ist das Loch. Da haben wir gestern Rostschutz, Rostlangzeitschutz drauf gemacht. Ist auch gleichzeitig eine Art der Grundierung mit dabei. Und da können wir jetzt Spachtelmasse drüber machen. Wir haben uns für eine Glasfaserspachtelmasse entschieden, auf Glasfaserbasis. Da gibt es einen Härter dazu. Ihr mischt beides hier drin in einem Behälter. Mit dem könnt ihr das umrühren. Und das härtet dann aus. Man hat 5 bis 6 Minuten Zeit, das alles zu verarbeiten, dann wird es hart. Und damit geht man dann eben schön durch die Löcher. Den Rost hinten am Auto, wo die zwei großen Löcher sind, den wollten wir eigentlich zuschweißen, aber das Blech ist dafür viel zu dünn und wir würden es beschädigen oder teilweise sogar durchbrennen. Und deswegen spachteln wir das einfach mit der Glasfaser-Spachtelmasse zu. Das geht so. Musik
So, jetzt haben wir die Lichter hier wieder eingesetzt. Jetzt wird das alles hier mit Rostschutz Langzeitmittel eingesprüht und dann sprühen wir diesen Bereich in Schwarz ein. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch Anregungen, Kommentare oder alles andere habt, schreibt es runter unter dieses Video. Und somit wäre mein allererstes Do-It-Yourself Rostentfernungsvideo an dieser Stelle auch beendet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. I'm talking from dancing with you.